Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist schon gut, dass wir heute in dieser Debatte diese beiden Themen miteinander diskutieren, denn natürlich haben die SDGs sehr viel auch mit den Fragen eines gerechten Handels zu tun und gerade mal das eines der übergeordneten Ziele der SDGs, die es ja geben wird, bis 2030 Hunger und extreme Armut abzuschaffen, wird auch nur möglich sein, wenn wir gleichzeitig nicht Handelsbedingungen haben, wie sie leider zurzeit und letzten Jahren waren, dass mit Agrarexportdumping der Industriestaaten Märkte in Entwicklungsländern gestört werden. Oder was Frau Kofler gesagt hat, wenn es jetzt dazu führen würde, dass mit Geldern auch der Entwicklungsländer aufgebaute, gute, faire Handelsunternehmen im Blumenbereich und anderen dann konterkariert werden. Deshalb ist es schon wichtig, dass wir uns immer um beides kümmern, auch um die Gestaltung der Globalisierung der Gerechten. Und als die EPAs damals ja auf den Weg gebracht wurden, manche werden sich erinnern, das ist ja schon über 10 Jahre her, dass wir das erste Mal darüber geredet haben, da kann man sich natürlich auch immer fragen, ob das mit der WTO wirklich juristisch alles so ist, dass man es so mit dem Zeitplan hätte machen müssen. Aber jetzt setzen wir das mal voraus. Da war ja der erste Grundgedanke gar nicht so schlecht, zu sagen, dass wir mit diesen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen auch den Süd-Süd-Handel befördern wollen. Ich glaube, das ist auch etwas, da hat auch niemand was dagegen. Das muss auch sein, dass die afrikanischen Staaten untereinander Zölle und Handelsschranken abbauen, damit sie eigene größere Wirtschaftsmärkte schaffen, um sich auch nachhaltig entwickeln zu können, damit auch dort Wertschöpfung vor Ort geschieht. Aber wahr ist auch, und das gilt leider für viele Verhandlungen der Europäischen Union im Bereich von Handelsabkommen, sie sind oft sehr von oben herab, sehr intransparent geführt worden. Gerade die Parlamentarier auch der Partnerländer haben oft keine Informationen gehabt. Und deswegen hat es natürlich auch zu den Problemen geführt, dass viele Länder auch mit guten Gründen sie bisher nicht abschließen wollten. Und an der Stelle teilen wir als SPD-Fraktion auch die Kritik, die auch im Antrag von Linken und Grünen drin ist, dass wir sagen, jetzt nicht mit Eile etwas durchbrechen, sondern lieber nachverhandeln, sich genug Zeit lassen, die Kritikpunkte ausräumen. Da sind wir ganz auf Ihrer Seite. Allerdings, und das fehlt uns in Ihrem Antrag, Sie richten den Blick bei diesen Handelsabkommen und bei der Frage auch, wie Sie es ja schreiben, dass die Auswirkungen auf die Menschenrechte beurteilt werden, immer nur darauf, was in Ordnung ist, diese eine Seite auch zu beleuchten, was hat es für negative Auswirkungen, wenn dann Güter aus der Europäischen Union auf diese Märkte kommen. Wir müssen aber auch in Handelsabkommen immer berücksichtigen, was in diesen Ländern selbst auch passiert. Und da nenne ich mal das Beispiel Menschenrechte und auch ILO-Kernarbeitsnormen. Das Gleiche, was wir bei CETA und TTIP auch diskutieren und zu Recht einfordern. Und es ist auch ein Teil der Wahrheit, dass zum Beispiel die ostafrikanischen Staaten und auch Kenia sich weigern, eine Klausel zu Menschenrechten und Good Governance in diesen Verträgen aufzunehmen. Und deswegen sage ich, der eine Teil Ihres Antrags ist gut. Ich würde gerne, dass wir zu einer gemeinsamen Position kommen, wo wir das andere auch reinschreiben. Denn die Frage der Kernarbeitsnorm zum Beispiel ist eine, die, finde ich, auch in jedes dieser Abkommen reingehört. Und und es freut mich, dass wir hier eine gemeinsame Übereinstimmung haben, weil die Europäische Union auch umdenken muss. Als diese Verhandlungen angefangen wurden, waren die Lissabonner Verträge noch anders. Da hatte weder das EU-Parlament noch die nationalen Staaten echtes Mitspracherecht. Ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen hier, weil ich froh bin, dass auch welche viele hier sind, die nicht dem Entwicklungsausschuss angehören, diese Abkommen sind eigentlich meistens alle gemischte Abkommen. Das heißt, wir werden jetzt auch über diese Abkommen, die wir jetzt heute hier bereden, am Ende im Deutschen Bundestag noch mal über eine Ratifizierung, Zustimmung reden müssen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten jetzt bereits auch der EU sagen, wir wollen mitreden, jetzt noch mal bei der Neuverhandlung und Nachverhandlung zu diesen Verträgen, zu diesen Abkommen. Denn natürlich können wir uns nicht zu Recht jetzt sagen, mit Kanada und USA, da mischen wir uns mit Macht ein, was ich richtig finde, und können dann sagen, wenn es um die Abkommen mit Afrika geht, das soll die EU mal alleine machen und dann eher schlecht als recht. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns da gemeinsam gerechte Abkommen mit Afrika schaffen. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit